Das Rewe Snackmobil ist ein autonom fahrendes Kiosk, was hier bei uns auf dem Campus der Rewe Digital am Karlsberg in Köln-Mülheim eine bestimmte Strecke selbstständig abfährt und wenn man es während der Fahrt erwischen möchte, auch mit einem Handzeichen anhalten kann, um sich einen Snack oder eine Erfrischung zu kaufen. Letztendlich ist es ein ganz handelsüblicher Snackautomat, der auf 4 Reifen und eine sehr ausgefeilte Hardware gestellt worden ist. Diese Hardware hat ganz viele Sensoren, mithilfe dessen es sich hier auf dem Karlsberg-Gelände eigenständig zurechtfinden kann und eine Route selbstständig abfahren kann. Das ist natürlich absolutes Neuland. Ein Produkt dieser Art gibt es in Deutschland noch nicht und auch in Europa ist mir keins bekannt, also zumindest mal mit diesem Aufbau. Letztendlich ist es ein Fahrzeug, was am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt und dort autonom operiert. Es fährt die Route absolut eigenständig ab. Es gibt allerdings eine Begleitperson, die während des Tests immer das Fahrzeug in direkter Sicht hat und im Zweifelsfall eingreifen kann, sollte es gerade an irgendeiner Stelle stehen oder ein Hindernis umfahren sollen, dann kann ein Mensch kurz eingreifen und das Fahrzeug dann sicher darum navigieren. Technologisch ist das Fahrzeug sehr weit. Es sind 3 Lidare verbaut. Das sind Laserradare, mit denen er ganz genau feststellen kann, wo er sich gerade befindet und die Entfernung zu irgendwelchen Hindernissen auch ganz genau ausrechnen kann. Dazu sind verbaut Ultraschallradare, um halt zum Beispiel auch Gegenstände zu identifizieren, die ganz kurz vor dem Fahrzeug sind. Und natürlich zusammen mit einer sehr, sehr genauen GPS-Lokalisierung, die halt bis auf 1 Zentimeter genau sagen kann, wo das Fahrzeug sich gerade befindet. Das ist jetzt erstmal ein Test, ein einmaliger Test und da schauen wir uns ganz genau an und schreiben alle unsere Learnings auf und werten dann hinterher auch nochmal mit einem spitzen Bleistift aus, ob das für uns eine valide Geschäftsidee ist oder nicht und sehen dann nach dem Test dann auch wirklich weiter. Unsere Aufgaben im Research Innovation sind die genaue Beobachtung von Technologien, die zukünftig für uns interessant sein können. Wir schauen auch weit über den Tellerrand hinaus, gucken zum Beispiel zum Automotive, was die machen, was im Medical-Sektor passiert, was wir theoretischerweise auch auf den Lebensmitteleinzelhandel oder für die Rewe-Gruppe übertragen können. Das Snackmobil läuft in der Tat schon etwas länger. Da gibt es sehr, sehr viele Voraussetzungen, die wir erstmal schaffen mussten, inklusive Gespräche mit den Behörden, mit den Ministerien. Das fängt dort an, geht aber dann auch weiter über das ganze Thema Lebensmittelrecht, das Thema, wie kommen die AGBs aufs Auto, was müssen wir mit dem Datenschutz beachten und wir sind da jetzt schon seit 1,5 Jahren dran, haben uns immer schrittweise nach vorne getastet, bis wir dann gesagt haben, okay, jetzt ordern wir das Auto und jetzt probieren wir es auch wirklich und holen wir es hier auf die Straße, wo wir uns dann so sicher waren, dass es auch dann auch machbar ist. Ja, im Handel passiert im Moment eine ganze Menge. Innovative Ideen werden auf jeden Fall im Handel weiter Einzug halten. Die letzten Jahre haben gezeigt, mit allen Formaten, die wir ausprobieren konnten, haben wir eine sehr, sehr hohe Erfolgsrate erzielen können. Und deshalb sind die innovativen Ideen weiter sehr gefragt.